Hallo Joey, hallo Luke, ich möchte mich für die Wildcard eurer 100-Kilometer-Challenge bewerben. Man kennt mich unter dem Namen Natururin, ich bin 31 Jahre alt und ich mache Content im Bereich Bushcraft, Survival und Tracking. Als passenden Teamkollegen nehme ich Dave Goldman mit. Er sitzt jetzt gerade nicht neben mir, weil er jetzt gerade nicht in der unmittelbaren Nähe ist. Aber er weiß von eurer Ankündigung Bescheid und er hat richtig Bock, mit mir als Teamkollegen mitzumachen. Ja Leute, ich bin Dave Goldman, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Ich bin der Teampartner von Natururin und wir bewerben uns für 100 Kilometer Wild. Wir sind absolut outdoor-affin, wir haben Bock. Ich liebe es, draußen zu sein. Natururin liebt es, draußen zu sein. Wir lieben es, für unsere Zuschauer zu leiden, Content zu liefern, Dreck zu fressen und euch auf diese Reise mitzunehmen. Wir sind sehr outdoor-affin und haben so einige Aktionen durchgeführt, die wir auf unseren YouTube-Kanälen festgehalten haben. Zum Beispiel eine Mehrtageswanderung mit Tarp und Hängematte, wo ein Trecker über mein Solarpanel rübergefahren ist. Der ist über mein Solarpanel drüber gefahren. Es hat das ein bisschen hier zerkratzt. Widerlich. Oder eine Trekkingtour zu Fuß in Portugal, wo wir vor der Abreise direkt im Flughafen bivakierten. Das hier, das ist unser Camp für heute Abend. Hier pennen wir heute. Moin. Danach mit Flixbus eine 36 Stunden Hinfahrt auf uns genommen haben, fast jede Nacht im Freien nächtigten und uns im Fluss sauer machten. Ich habe im portugiesischen Fluss Blubberblasen gemacht. Teilweise bestes Wetter, aber teilweise schlechtes Wetter hatten und wir einmal im Schlaf von der Flut überrascht wurden, uns flüchtig auf einer Insel retten mussten und eine weitere Nacht nicht von der Insel runterkamen. Ja, Alter, wir werden hier komplett überflutet hier. Ach, mein Gott. Was redet ihr, Alter? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Wie viel da weggerissen wird. Anschließend bin ich mit dem Flixbus 36 Stunden zurückgefahren. Ohne Geld, ohne Essen, ohne Trinkwasser, aber dafür mit kaputten Toiletten. Das war die schlimmste Busfahrt meines Lebens. Oder wo wir als Challenge für ganze 36 Stunden auf einem Baum verweilt und übernachtet haben. Guck mal, ich habe hier dieses Spaghetti hier aufgebaut mit den urinfarbigen Seilen. So ungefähr könnte ich mich hier so liegen bleiben. So, es fängt an zu regnen. Wie viele Tropfen hast du abbekommen? In dieser Unterlegplane, da war eben gerade eine ganz große Pfütze drauf. Es scheint so auszusehen, dass hier schon wieder eine Pfütze reinläuft. Weil es will einfach nicht aufzuhören zu regnen. Boah, es hat nur durchgehend geregnet. Alles ist nass. Socken nass. Schlafsack nass. Das ist nass. Ah, Selbstexperiment ist ein voller Erfolg. Guten Morgen, geliebter Natururin. Oder wo wir ganz spontan nach Sizilien geflogen sind, um ganz minimalistisch nur mit vielleicht dem Rucksack, Schlafsack und Müllsäcken, den wir als Schlafsetup nutzten. Guten Morgen. Wir haben im Müllsack geschlafen. Es war zwar sehr regnerisch und windig und der Schlafsack ist ein bisschen feucht, aber das hat ein bisschen geklappt. Bei Wind und Wetter eine Biwaktour von 6 Tagen teilweise in einem Vulkangebiet gemacht haben und einen Vollzeitreisenden aus New York begegnet sind, der spontan mit uns mitgekommen ist und bis heute noch dort reist. Dave Goldman war ebenfalls eine ganze Weile ein Vollzeitreisender, sprich er hatte Wohnung, alles gekündigt, Rucksack auf und los geht's. Er war für längere Zeiten europaweit unterwegs gewesen, verbrachte die allermeisten Nächte im Freien auf seiner Hängematte, hat sich über YouTube Spenden und Walk and Travel über Wasser gehalten, hat 2 Wochen in Griechenland mit Hunden und Katzen am Strand gewohnt und auf Gran Canaria wurde plötzlich sein Rucksack geklaut, währenddessen er geschlafen hat und da war alles drin, also sein gesamtes Hab und Gut, so dass er ohne alles allein auf dieser Insel so richtig survival musste, was definitiv nicht leicht war. Zwar hat er mittlerweile wieder eine eigene Wohnung, hat aber weiterhin die vollste Outdoor-Affinität im Blut. Und das ist voll cool, es müsste doch mehr Leute geben, die outdoor-affin sind. Das ist richtig geil. Aber meine Outdoor-Affinität ist auch so hoch. Ich habe über 200 Mal im Freien übernachtet. Häufig auch an sehr ungewöhnlichen Orten und Bedingungen, wie zum Beispiel unter lauten Autobahnbrücken. Das ist hier alles total windig. Dieser ganze Wind muss weg. Das fliegt uns weg, dieser Tarp, die ganze Zeit. Das ist richtig hässlich, diese Brücke hier. Das wird eine richtig hässliche Nacht sein. Unter Zugbrücken. In sozialen Brennpunkten. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Hochhaus und das hier, das ist Busch. Und ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, hier auf dieses Gitter hier zu pennen. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute wird. Auf Bahnsteigen. Bei Minusgraden im Tiefschnee.
So haben wir die ganze Zeit hier rumgelaufen. Es regnet, mein ganzer Tab sickert rum und ich bin irgendwie nass. Ich muss das richten. Das gehört weg. In Bushaltestellen, in Lost Places, in Sparkassen, Notfallbiwak über mehrere Tage hinweg, da ich mit 40 Kilo auf dem Rücken böse umgeknickt bin. Oder allein bei heftigen Gewitter. Dieser Gewitter muss weg! Eieieiei. Guck mal, wie heftig das hier die ganze Zeit rumblitzt. Es will einfach nicht aufhören. Es ist kein gutes Wetter zum Bivakieren. Ich hatte mal einen Seven vs. Wild 7 Tage Selbstversuch durchgeführt, aber allein und ohne Ausrüstungsgegenstände. Ich habe 6 Kilo verloren, habe mich rein pflanzlich ernährt, weil ich kein Feuer hatte, habe die ganzen 7 Tage aus dem Fluss getrunken und habe jede Nacht so stark gefroren, dass ich den Schlaf jedes Mal tagsüber nachholen musste. Auch habe ich Erfahrung mit einer kleineren Durchlageübung gemacht und hatte auch diverse Tagestouren über 30, 40 oder 50 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Meine längste Tagestour zu Fuß ging 94 Kilometer in 23 Stunden. Gut, momentan bin ich fußläufig nicht ganz in Topform, aber falls wir als Wildcard-Team gewählt werden sollten, was uns sehr freuen würde, dann werden wir definitiv nicht unvorbereitet antreten. Wir bewerben uns nicht nur, weil wir Bock und ein zähes Durchhaltevermögen haben, sondern auch, um euch und allen weiteren Teilnehmern mal persönlich kennenzulernen und um eine gute Zeit und eine gute Herausforderung zu haben. Wir werden uns auf jeden Fall auf diese Challenge freuen. Und Joey, schöne Grüße von Dennis Bettin. Er sagte, ihr wart mal unterwegs gewesen. Ich hatte mal mit ihm am Rhein bivakiert, wo die ganzen Ratten unser Brot aufgegessen haben. Hier oben geht's zur Challenge, wo ich mit Dave Goldman für 36 Stunden auf einem Baum drauf war. Und hier unten geht's zum Video, wo ich mit Dave Goldman ganz spontan nach Sizilien geflogen sind und dort für 6 Tage ganz minimalistisch eine Biwak-Tour teilweise auf dem Vulkangebiet durchzuführen.